Liebe Freunde der guten Unterhaltung, herzlich willkommen zu einem neuen Part Papers, Please. Von Anfang an endlich mal ohne Ingame-Musik, dass ich mich über diese nicht mehr aufregen muss in der Nachbearbeitung. Es geht jetzt los. Viel Spaß. Tag 8. Junge, werden wir die jetzt fertig machen, Leute? Kolöchischer Staatschef legt Beschwerde ein. Durchsuchungen an der Grenze ohne rechtliche Grundlage. Das Wetter ist wie immer scheiße und Sport, naja, brauchen wir nicht. Müssen wir keinen machen. 30. November 1982. Jetzt müssen wir uns nochmal alles durchlesen. Ich habe das jetzt schon ein paar Tage nicht gespielt. Vielleicht sogar eine Woche. Ich weiß es gerade gar nicht genau. Aber der Dicke, ein Arbeitsausweis. Okay, wir lassen es mal drin und öffnen unseren Schalter. Papiere bitte, ein kleiner Dicker. Was ist der Zweck Ihrer Reise? Beratung auf diplomatische Ebene hinzugezogen. Aha. Ein Pass hat er schon mal aus Kolächen, der Tito of Alexandru. Wir winken den jungen Mann durch. Bitteschön. Einen wunderschönen Tag wünsche ich. Jetzt kommt gleich erstmal da unten so ein Ding hin, ne? Nee, doch nicht. Okay, alles klar. Papiere bitte. Nächster, was ist der Zweck Ihrer Reise? Einwandern. Ein Einwanderer. So sieht er nicht gerade aus. Das ist der Grungil. Der Torstburg, alles klar, 6.6.84, Haihan M, 30.11.39, läuft soweit, kriegt von mir einen grünen Stempel. Was ich noch gar nicht versucht habe, ist, ob wir überhaupt den Ausweis eventuell sogar ohne Stempel zurückgeben können. Oh, Entschuldigung. Da ist mir jetzt etwas entglitten. So, Papi. Oh nein, ich schon wieder. Freust du dich, mich zu sehen? Jetzt habe ich alles dabei, was du brauchst. Ja, bin gespannt. Einreisebeleg, gültig am 30.11.82, das stimmt. Der Jorge Gosdava, 30.11. Person muss einen Pass haben, hat er. Alle Dokumente müssen aktuell sein. Irgendwo ist der Knackpunkt. Irgendwas hat er gerade getan, dass er mich davon überzeugt hat. Astrotzka ist das Beste. Hier kannst du haben. Vorschrift missachten, Einreisegenehmigung fehlt. Ah, der braucht ja noch eine Einreisegenehmigung. Fuck! Oh Mann, das habe ich jetzt schon wieder ganz vergessen. Das ist falsch, was da steht. Der Name ist einfach komplett schief. Geht ja mal gar nicht. Die kriegt von mir die Abreisegenehmigung. Das ist alles, was die von mir kriegt. Die Münze, die bleibt hier schön oben liegen. Die stecke ich mir an. Papiere bitte. Okay, ein Typ mit Schnauzer. Was ist der Zweck Ihrer Reise? Ich komme hier durch. Dauer des Aufenthalts 2 Tage. Was? Ja, genau. Dachte ich mir schon. Sieht aber auch ganz gut aus. Das Bild stimmt auf jeden Fall. Lehnen wir direkt mal ab. Ist das falsche Datum? Wenn wir uns jetzt da vertun würden... Wir gehen jetzt mal davon aus, dass ich da Scheiße gebaut habe. Hab den roten Stempel schon drauf. Mir fällt auf, okay, ich habe mich jetzt vertan. Kann ich das wieder rückgängig machen, indem ich einfach den grünen Stempel drauf klatsche? Das ist eine sehr gute Frage. 84 Glorian Republien. Na, ob das stimmt, junge Dame? Glorian Major. Stimmt. Das ist ja mal ein Ding. Die sieht aber auf dem Foto so anders aus. Erika Kefinova. Okay, scheint richtig zu sein. So kommt es mir jedenfalls vor. Ich hoffe es einfach. Ich habe vorher noch nie damit gearbeitet. Aber wir kriegen auf jeden Fall mal keine Abmahnung. Wir scheinen alles richtig gemacht zu haben. Die sieht auf jeden Fall schon mal gleich aus. Die kommt sogar von hier. Das ist die Dreckskorman. Drex ist aber ein schlechter Vorname, ein unschöner Vorname. 84, alles klar, die kriegt von mir den grünen Stempel und darf damit durch.
Ich frage mich sowieso, warum diese Leute, die sowieso von hier aus kommen, immer noch eine Einreisegenehmigung brauchen. Finde ich ein bisschen doof. Aber okay. Ihre Familie braucht Medikamente. Das gibt es doch nicht. Ich sehe uns gleich schon wieder am ersten Tag, am achten Tag anfangen. Wir haben den Typ einfach übel verkackt. Inspektor, ein verdeckter operierender Agent des Ministeriums für Information ist enttarnt worden. Das Ministerium für Grenzschutz hat seine Dienste als Vermittler angeboten. Mehr dazu später am heutigen Tage. Es lebe Astotzka. Hochrangiger Koleche ist astotzkanischer Spion. Das Wetter. Okay, hochrangiger Koleche. Bin ich mal gespannt. Hallo. Bist du der Spion? Hä? Was? Nein! Ich bin Wärter hier. Mein Name ist Kalensk. Die haben gesagt, ich kriege einen guten Posten und dann schicken sie dich hierher. Das ist dann also der Dank. Und jetzt verdiene ich so gut wie nichts. Also ob anderen hier mehr verdienen? Ja, aber jetzt pass mal auf. Wir müssen arbeiten, hallo? Ich kriege einen kleinen Bonus, wenn du Leute einbuchtest. Je mehr du einbuchtest, desto mehr kriege ich. Aber fair ist das nicht, oder? Du solltest auch was kriegen. Also werde ich dieses kleine Problem lösen. Für jeweils zwei Leute, die du einbuchtest, kriegst du 5 Credits von meinem Bonus. Klingt für mich nach einem guten Geschäft. Du kriegst dein Geld, sobald die mich bezahlt haben. Machen wir das Beste draus. Also buchten wir niemanden ein, der nicht eingebuchtet werden muss. Alter Schwede. Das ist ja ein dreister Typ. Schön. Man guckt hier auf den ersten Ausweis, auf die erste Angabe und sieht direkt mal scheiße gelaufen, junge Dame. Okay, wir sollten versuchen, ein bisschen schneller zu arbeiten, dass wir ein bisschen Kohle reinkriegen. Ich bin wahnsinnig gespannt, wie es jetzt hier weitergeht. Bisschen schneller arbeiten ist ja drin. Ich habe nicht viel Zeit. Hier, nehmen Sie. Was ist das denn? Als Verhalten der Wasservögel, passen Sie darauf auf, ich werde von einem Hochstapler verfolgt. Ein vollständiger Bericht, Ministerium für Information. Der tut so, als käme er vom Ministerium für Information, aber es ist glatt. Wenn er nach Papieren fragt, geben Sie ihm stattdessen das hier. Bloß nicht verwechseln. Okay, also den, der oben liegt, den geben wir dem. Jetzt bin ich mal gespannt. Das obere geht an den Hochstapler. Aber jetzt habe ich eben schon zum Beispiel gemerkt an der einen da, es kommt auch schon auf die Haarlänge scheinbar an. Ob sie lange, kurze oder lange oder kurze Haare haben auf dem Bild. Ich habe ihm einfach das Falsche gegeben. Ich hoffe, das stimmt jetzt soweit. Stimmt auch. Bis zum 13.12.82, 84. Der ist nicht weiblich. Bitte, gib mir. Bitte nicht wieder sowas mit Penis oder ohne Penis. Da ist doch definitiv ein Knubbel. Sie wollen mich doch verohnepiepeln. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich das da und das da auswählen. Diskrepanz entdeckt. Verhören. Gibt es Probleme mit ihren Papieren? Mir fehlen die Worte. Arrest. Weg damit. Okay, der eine Typ, der wird jetzt auf jeden Fall mal zufrieden sein. Sein erstes Dingens wurde gerade verschleppt. Papiere bitte, sein erster Gast wurde gerade eingereist, genau. Dreckskorman, die war doch eben schon da. Kann die einfach nochmal einreisen? Das finde ich nicht in Ordnung von der, dass die einfach 2 Tage hintereinander. Sie haben etwas, was mir gehört. Was denn? Etwa das da? Nee, hä? Wollen Sie das Geld haben?
Mein Name ist Corman Drex, Audiotranskript, Sie haben etwas, was mir gehört. Was habe ich denn, was Ihnen gehört? Nachdem wir endlich herausgefunden haben, was die Frau von uns möchte, geht es in der nächsten Folge weiter mit der Sekte oder dem Clan oder was auch immer das sein soll. Ich würde mich sehr über einen Kommentar oder eine Bewertung freuen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Auf Wiedersehen.